Hallo? Schönen guten Abend, ich habe hier eine Lieferung. Eine Lieferung? Ja, ein Päckchen. Aha, okay, nice. Ja, du musst es unterschreiben. Ich habe aber nichts bestellt. Also nicht? Nee, habe ich nicht. Hm. Bist du sicher? Da bin ich sicher. So einen Luxus kann ich mir nicht leisten. Hm. Welche Nummer steht denn da? Pi. Aha, da liegt der Fehler. Hier ist Haus Nummer 3. Ja, deswegen bin ich hier. Nein, also ja, aber deswegen bist du hier falsch. Wie? Ja, Pi ist nicht 3. Doch, Pi ist 3. Waschlabasch, du bist du Ingenieur oder was? Soll das ein Witz sein? Nein, warum? Weil ich gerade hier bin, um dein Dreckspaket auszuliefern. Sehe ich aus wie ein Ingenieur? Ja, okay, da hast du recht. Na also. Aber dann ist ja noch merkwürdiger. Warum? Weil du gesagt hast, dass Pi gleich 3 ist, aber kein Ingenieur bist. Hä? Was ist Pi denn sonst? 4. Hm? Bier? Da hätte ich nichts gegen. Hast du was dabei? Ja, natürlich. Immer. Echt? Das ist überhaupt? Nein, aber es merkt ja keiner. Aha. Hast du es gemerkt? Nee. Na also, das ist doch. Ja, da habe ich's. Also ich gehe jetzt und nehme einen Schluck und das Päckchen lasse ich einfach mal hier. Nein, nein, nein. Nein, sagst du? Nein, sag ich. Das war eben ein schlechter Witz. Pi ist natürlich nicht 4. Das habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Hast du? Ja, Pi ist ja 3. Dann kann es ja nicht 4 sein. Mann, okay, wenn du jetzt gehst, kannst du mir geben. Okay, tschüss. Schönen Tag noch. Digga, was? Was? Es ist kurz nach 21 Uhr. Von welchem Scheißtag redest du? Keine Ahnung, Mann. Tut mir leid. Dann wünsche ich Ihnen keinen schönen guten Tag. Aha. Jetzt bist du auch noch frech. Was? Nein, du hast dich doch gerade darüber beschwert. Dann musst du mir, glaube ich, das Paket zurückgeben. Okay. Danke. Und die Moral von der Geschichte? Bestehle alte Leute nicht. Was?